HSBV und habe auch nicht viel zu sagen. Turniersystem ist ja schon bekannt. K.O.-System bei den Elbern haben es dieses Jahr so, dass alle ein paar Spiele haben. Da bitte ich heute mal nachzufragen. Hallo. Wenn ihr zwei, drei Spiele gemacht habt und wenn ihr noch ein Spiel habt, beziehungsweise wir versuchen immer schon euch zu sagen, ob ihr noch spielen müsst. Aber wenn alles aufgeht und keiner aufgibt, dann habt ihr alle mindestens zwei Spiele, vielleicht sogar drei oder vier, je nachdem, wo ihr landet. Genau, ansonsten wünsche ich euch Spaß für eure Spiele. Das ist ein Qualifikationsturnier für die Südostdeutsche Einzelmeisterschaft und gebt weiter an den Ausrichter. Und ich habe eine kurze Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ich weiß, dass Badminton die schnellste Ballsportart der Welt ist. Ich weiß, dass es die geilste Ballsportart ist. Es ist sicherlich die beste, die ihr, glaube ich, überhaupt kennt. So, dann gibt es aber eine Sportart, die sagt, wir wissen viel besser. Das ist auch im Lauf bei uns so, das ist Fußball. Ja, diese niedrige Evolutionsstufe. Und in unserer Zeit messen wir das Ganze an Likes. Likes. Und meine Bitte ist, damit ich eine Wette gegen denjenigen im Fußball des TSV Lauf gewinnen kann, rufe ich euch heute auf, dass ihr bitte unsere Facebook-Seite liked. Bitte alle. Wenn wir es schaffen, heute gemeinsam 300 Likes zu generieren, dann könnt ihr mit eurem Smartphone vorgehen an die Anmeldung, die 300 zeigen und der Preis des Colas reduziert sich um 50%. Okay, aber das sind 300. Also bitte, zeigt uns, dass wir in die geilste Sportart der Welt sind. Das war's schon. So, kommt noch unser Referee, ganz wichtiger Mann heute. Der Markus Schwindler, unser Referee und Herr einer Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wir haben zwei Schiedsrichterinnen. Markus, sag was zur Halle und zum Turnier. Das heißt,
Wir wollen heute den Tag ja nicht zu lang gestalten, das heißt, wir wollen nicht um 11 Uhr aus der Halle, sondern wir wollen eigentlich eher um 9 Uhr oder vielleicht sogar früher aus der Halle. Das heißt, aber bitte halten euch daran, wenn die Vorbereitung aufgerufen ist, der ist hier unten in der Halle. Alle anderen Spielerinnen und Spieler sind bitte oben auf der Tribüne. Ich darf aus der Vergangenheit heraus, aus der Erfahrung euch alle bitten, es darf nichts hier in der Halle gegessen werden. Und bitte eure Getränke, wenn ihr die am Spielfeld habt, dann nehmt sie doch auch bitte wieder mit. Und auch wenn die Flasche leer ist, bitte nehmt sie wieder mit. Wir haben jedes Mal zu tun, am Abend hier sämtliche Flaschen aufzuräumen. Das gleiche gilt im Übrigen für die Umkleidekabinen. Da würde ich ganz gerne dem einen oder anderen Betreuer mal zeigen, wie so eine Umkleidekabine nach einem Turniertag ausschaut. Also bitte hinterlasst diese wunderschöne Halle hier, die super geeignet ist zum Wettkampfspiel, wieder in dem Zustand, wie es jetzt sehen, wie es vorgefunden hat. Vielen Dank dafür im Voraus. So, jetzt wünsche ich euch allen viel, viel Spaß, viel, viel Erfolg, den Erfolg, den ihr euch vorgenommen habt. Und los geht's mit der Bayerischen Meisterschaft 2015. Thank you.
Zuversicht, miteinander reden. Thank you.
Thank you.